Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Heute geht es um das Thema Nockenwellen bzw. eingelaufene Nockenwellen beim Chevy, Smallblock und Big Block. Ich habe hier einen Big Block Motor, einen 7,4 Liter. Das ist aus einer Big Block Corvette, einem 454er. Und zwar kann man da die Nockenwelle hier in der Mitte vom Lifter Valley sehen. Die liegt hier. Und man kann manchmal schon mit dem Auge auch schon defekte Nocken erkennen. Aber was man erstmal hier so sieht, sind einmal hier die Pushrods, die Stößel, beziehungsweise hier die Hydrostößel. Und zwar, die sitzen hier unten in den Bohrungen drin und betätigen hier über die Pushrods dann die Kipphebel. Und ich zeige euch jetzt mal, was man hier bei so einer Nockenwelle beachten sollte und ja, welche Fehlerquellen es da gibt. Ja, um genügend Platz zum Arbeiten zu haben, muss bei der Corvette der Kühler und auch der Lüfter rausgenommen werden. Den habe ich hier demontiert, genauso wie auch die Ansaugbrücke. Die muss man auch ausbauen, damit man an die Nockenwelle rankommt. Und wenn man sich dann den Platz geschaffen hat, hat man auch hier vorne Platz, um den Balancer zu ziehen und auch um hier das Timing Cover abzunehmen, wo dann die Steuerkette drunter sitzt. Und man muss als nächstes dann die Schrauben von der Steuerkette lösen, hier vorne, und kann dann die einzelnen Zahnräder der Steuerkette und auch die Kette abnehmen. Hier sieht man jetzt das Ende von der Nockenwelle. Die hat da eine Verzahnung bzw. einen Splint, der die Position der Nockenwelle sichert. Die nennen sich Dowel Pins. Und damit ist auch die Position der Nockenwelle zur Kurbelwelle dann auch eindeutig vorgegeben. Die wird zusätzlich auch noch mal vorgegeben hier über so einen solchen Markierungspunkt, und der muss nachher ausgerichtet werden, damit die Nockenwelle zur Kurbelwelle korrekt steht. Hier sieht man jetzt die Vorderseite und man kann dann vorsichtig die Nockenwelle herausziehen, beziehungsweise kann man sich da auch ein paar längere Schrauben dran befestigen, damit man einen besseren Hebel hat zum Ziehen. Es gibt auch einen extra Griff dafür. Ich werde das jetzt mal ansetzen, dann zeige ich euch das. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, der Grund, warum ich hier den Motor geöffnet habe, ist einmal, dass ich vermute, dass die Nockenwelle eingelaufen ist bzw. einen Schaden hat, und deswegen nehme ich nach und nach die einzelnen Pushrods raus und im Anschluss dann hier die Hydrostößel. Die lassen sich eigentlich auch ganz gut ziehen. Ich versuche das mal zu fokussieren. Kann man die nämlich hier aus dem Lifter Valley rausnehmen. Und besonders hier bei diesem war das sehr auffällig, weil er war sehr weit eingesunken. Und hier dieser Hydro. Zum einen sah da der Nocken hier, den man hier sehen kann, der sah schon etwas matter aus und hatte auch nicht mehr die volle Stärke. Und ließ sich auch schwer nur herausziehen. Und hier sieht man dann auch den Grund dafür. Der Hydrostößel hat starke Ablaufspuren und Abnutzung. Ich lege den mal hier daneben und ich lege auch mal einen korrekten hier daneben. Da sieht man sehr deutlich im Vergleich die Laufspuren
von der Nocke. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wenn die Nocke jetzt rauszieht, dann wird wahrscheinlich am entsprechenden Nocken auch entsprechend eine Beschädigung erkennbar sein. Beim Herausziehen der Nockel muss man sehr vorsichtig sein, weil die einzelnen Nocken, die bleiben jetzt an den Nockenwellenlagern hängen. Und man sollte die natürlich so wenig wie möglich verkratzen und beschädigen. Und deswegen sollte man da ziemlich gerade das Ganze durch leichte Bewegungen und Drehungen immer Stück für Stück eins weiter nach vorne ziehen. Das ist natürlich super, wenn man in der einen Hand eine Kamera hält und in der anderen Hand versucht, die Nocke rauszunehmen. Aber so kommt die nach und nach. Und wie gesagt, wenn man versucht, das Ganze mittig zu halten und nicht so sehr verkantet, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Und geht schön raus. So, da haben wir jetzt auch das, wovon ich eben gesprochen habe. Ich halte das jetzt mal hier auf den entsprechenden Nocken. Also so sehen intakte Nocken aus. Die laufen sehr schräg spitz nach oben. Und hier ist der entsprechende Nocken, der auf diesem defekten Stößel gearbeitet hat. Und die beiden haben sich gegeneinander eingearbeitet und abgeschliffen. Ja, wenn ihr euch fragt, wie es zu solchen eingelaufenen Nockenwellen kommen kann, da gibt es verschiedene Ursachen. Das kann schon beim Einbau der Nockenwelle passieren, dass da Fehler passieren. Das kann aber auch im laufenden Betrieb passieren, dass die Nocken sich ablaufen. Häufig ist das heutzutage ein Thema mit den Ölen, die verwendet werden. Die Öle früher, die hatten einfach andere Zusammensetzungen. Die hatten auch eine bessere Zusammensetzung speziell für diese Flat-Tappet-Nockenwellen. Das bedeutet also hier diese Hydrostößel. Das sind sogenannte Flat-Tappet-Hydros, die eben mit einem flachen Kopf, also das heißt die Fläche, auf der der Nocken läuft, ist komplett flach und das sind keine Rollenhydrostößel. Also ihr seht hier die Fläche und ich gehe mal hier jetzt auf die Nockenwelle. Das ist ja genau die Fläche, wo dann der Nocken auch drauf reibt. Und es gibt im Gegensatz dazu auch Nockenwellen, so zum Beispiel hier die hintere Nockenwelle. Das ist dann bei der C5, C6, C7 Generation, die laufen dann auf sogenannten Rollen, also das sind Rollernockenwellen und das hier sind sogenannte Flat-Tappet-Stößel. Und eben bei diesen Flat-Tappet-Stößeln ist es eben der Fall, dass es da häufig zu Schäden kommt, besonders direkt am Anfang, wenn die Nockenwelle eingefahren wird und auch im laufenden Betrieb. Und zwar wird da bei den Ölen nicht darauf geachtet, die brauchen einen erhöhten Zinkanteil, damit die härten und damit eben auch sich diese Flächen, die aufeinander reiben, entsprechend hart werden und keinen Verschleiß dann aufweisen. Und da sind oft die heutigen Öle einfach nicht in der Lage zu, weil die dafür gar nicht ausgelegt sind, weil in anderen Motoren, also speziell europäischen Motoren, hat man eben diese Problematik gar nicht, dass da diese flachen Flächen aufeinander reiben. Und deswegen sind die Öle auch gar nicht mehr dafür ausgelegt, weil diese Art Nockenwellen sind eben schon eher ja, etwas aus den 50er, 60er, 70er und frühen 80er Jahren und nicht mehr danach. Das ist einer der Punkte. Die anderen Punkte, die erzähle ich euch später noch. Ich mache jetzt erstmal weiter. Und beim Einbau dieser Nockenwelle, also der neuen Nockenwelle, sollte man jetzt darauf achten, dass alles mit speziellem Assembly Lube geschmiert wird. Das ist enorm wichtig, damit man jetzt, besonders wenn die Nocke das erste Mal läuft, da auch an den Lagerstellen, also das hier sind die Lager der Nockenwelle,
Die ist fünffach gelagert und auch an den Nocken selbst entsprechend viel von diesem Assembly Loop drauf hat, damit man eine gute Schmierung am Anfang gewährleistet. Ja, hier seht ihr so spezielle Einlauföle. Hier ist zum Beispiel, das hier ist von Edelbrock. Das ist ein Einlauföl mit erhöhtem Zinkanteil. Und die Nockenwelle, die wird jetzt an allen entsprechenden Stellen mit dieser Einlaufpaste versehen. Die wird jetzt gleich noch verstrichen, damit wir die dann auch überall an den kritischen Stellen, eben hier oben an den Nocken, auch dann verteilt haben. Die ist sehr zähflüssig und die schützt dann die hochbelasteten Stellen, besonders in der ersten Einlaufphase. Zusätzlich werde ich dann auch dieses Öl dann noch einfüllen. Und dann haben wir den perfekten Schutz für die Nockenwelle am Anfang und erreichen damit auch eine Härtung der Nocken. So, dann nehmt ihr euch vorsichtig die Nocke und die ist jetzt mit diesem Assembly Loop eingeschmiert. Und dann dreht ihr die langsam in die Bohrung rein und wackelt dabei immer ein bisschen und passt auf, dass ihr halt keine der Lager verletzt und dass ihr halt immer mit den Nocken da schön dran vorbeikommt. Ich habe mir wieder die zwei Schrauben hinten rein gemacht, so dass ich dann sehr gut die Nockenwelle auch greifen kann und dass die nicht so sehr kippt, damit ich dann hier bis hinten durchkomme. Und dann ganz hinten muss ich noch mal ein bisschen neu ansetzen und dann ist sie aber auch drin. So, ich drehe dann noch die Schrauben wieder raus. Hab dann die Nockenwelle sitzen und den ersten Teil von der Operation schon mal überstanden. Der nächste Schritt ist jetzt, die Hydrostößel einzusetzen. Ja, die Hydrostößel, die wechselt man am besten im gesamten Satz. Also das heißt, da gibt es hier so ein Päckchen mit 16 Stück und die sind jetzt noch nicht befüllt. Die sollen aber auch noch nicht gefüllt werden, also da gibt es auch unterschiedliche, aber hier bei denen ist das von der Vorgabe so, dass man das ohne Füllung einbaut und die werden auch mit diesem Assembly Loop gestrichen und man sollte beim Einbau dann auch darauf achten, dass die sehr leicht auch gleiten und jetzt nicht allzu schwer in den Bohrungen hoch und runter gehen. Also die sollten da mehr oder weniger reinflutschen. Und die gleiten dann in die Bohrung, so wie hier, und sitzen dann ziemlich bündig da drin. Ja, es sind jetzt alle Stößel und Kipphebel wieder montiert. Und jetzt geht es an den Zusammenbau, auch von der Steuerkette. Und hier geht's morgen weiter und deswegen schaltet wieder ein bei der V8 Lounge. Viel Spaß. Ciao.